You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, ich habe hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Hexenmeister Let's Play. Wir befinden uns immer noch in Maldraxxus, da haben wir uns einen Schicksalsweg quasi weitergeführt. Das heißt, wir sind jetzt 54 und wollen natürlich hier weiterleveln. Das können wir mit zahlreichen Weltquests machen, also mit der einen oder anderen Quest. Ich glaube, wir machen erstmal das hier. Und ballern dann da nach unten und dann können wir dann den einen oder anderen noch legen. Da gibt es ja dann unter anderem auch Mount und Co. zu holen. Aber wir werden natürlich schauen, dass wir da erstmal hier die Weltquest hier oben machen. Allerdings, bevor wir das anfangen, lesen wir natürlich als allererstes die Briefe. Wenn ihr gerne Post schicken möchtet in-game und irgendwelche Fragen stellen möchtet, könnt ihr das jederzeit gerne tun. Einfach auf Sir Blackrock einen Charakter erstellen und einen guten Delarim schicken. Dann kann ich sie mich hier im Video beantworten. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Unter anderem reden wir nachher auch noch über Patch 9.1. Der befindet sich jetzt auf dem BTR, das ist ja kettende Herrschaft, mit den zahlreichen neuen Updates, die er mit sich bringt. Allerdings schauen wir jetzt erstmal hier rein. Erster Brief ist von Briefboy. Mordots. Hey Flo, Frage: Welche Klassen zählen zu den Dot-Klassen? Mir fallen der Aflilog, Asarog und Feral Druid ein. Zählen auch Shadow Priest und Eule dazu oder gar noch mehr? Also, wenn ich jetzt von Dot-Klassen ausgehe, dann würde ich sagen, Shadow Priest und Aflilog sind eigentlich die Non-Plus-Ultra-Dot-Klassen. Dann würde ich sagen, Feral und Asa. Und dann erst Eule, weil Eule hat zwar auch Dots, aber macht halt hauptsächlich eher Schaden über ja, die Hardcast mehr oder weniger, also Star Search und Co. Da würde ich eher schon den Shadow Priest bzw. den Afli dazu zählen. Vielen Dank für die Hilfe schon mal und auch danke für die ganzen hilfreichen Videos. Kein Ding, Mann. Danke für den Brief. Cooler Boy, Part 11, der Schiammis schlägt zurück, okay. Könntest du ohne Wahl im Leben? Natürlich, ich spiele momentan sogar ziemlich viel Classic gerade. Also ich level gerade in Classic, weil ein bisschen so ein Hype für DPC sind. Da spielen wir nach wie vor auf Everlock, da schauen wir, dass meine Community ein bisschen spielen. Mein Lieblingsgericht, ich würde sagen, alles mit Hühnchen. Alles mit Hühnchen. Top 3 deiner Lieblings-Addons. Mir gefallen alle Addons. Es gibt kein Addon, das mir bisher nicht gefallen hätte von WoW. Außer du meinst jetzt die Addons fürs Hinzufügen von irgendwelchen Interface-Funktionen und Co. Ansonsten von WoW, es gab kein Addon, das mir gar nicht gefällt. Es gibt immer einzelne Parts, die mir nicht gefallen in den jeweiligen Addons, aber kein Lieblings-Addon oder ein schlechtes Addon. Ansonsten von den Addons an sich würde ich sagen, meine Favoriten sind All the Things, Altoholic und... Was noch? All the Things, Altoholic... Das war's eigentlich. Sind eigentlich die zwei Addons, die ich am meisten feiere. Na, Saved Instances. Okay, never mind. Das ist noch, ja. Saved Instances. All the Things. Altoholic. Damit gehe ich. Wie denkst du, die Shadowlands enden wird? Vielleicht mit Jailers Tod? Ich glaube eher, das endet mit was ganz anderem. Aber... Wie soll ich das gerade sagen? Ich will es gerade nicht spoilern. Wir reden vielleicht nachher noch über den Spoiler. Wir lassen das mal offen. Wir reden vielleicht nachher noch über den Spoiler, falls ihr das andere Video von mir noch nicht gesehen habt. Wo ist der dritte Boss in Valheim? Der Schleimboy ist der dritte Boss in Valheim. Das ist sonst auf dem Highlight-Kanal, glaube ich, das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Fandest du BFA gut? Ziemlich gut im Allgemeinen. BVE-Content war top-notch eigentlich. Es war ein bisschen blöd halt zu gieren mit Twinks. Ansonsten Corruption mochte ich am Ende nicht. BVP war eins der schlechtesten überhaupt. Also BVP ab Season 2, also Mitte Season 2 bis Season 3, 4 war halt komplett blöd. Season 1 war mega gut, danach ging es nur noch bergab. Ansonsten, Mythic-Plus-Verfahren, die Raids waren fun. Und Outdoor-Content war im BFA eigentlich der beste, den wir jemals hatten, meiner Meinung nach. Also Mechagon und Nasirdar waren mega nice. Ansonsten, ja, also Mechagon ist auf jeden Fall mit meinen Outdoor-Zonen auf mit der Insel des Donners, beziehungsweise mit Kataklysm, fällt's nicht ein, Flammenbresche. Ansonsten, danke für den Brief. Dann Anthony, Ausrüstung und Makro. Hey Schiami, folgende Frage habe ich. Wenn ich frisch auf Stufe 60 bin, wie equippe ich mich am einfachsten? Am einfachsten ist, du machst die Covenant-Kampagne, also folgst einfach der Questreihe, die du am Anfang kriegst. Dafür musst du nur Ruhm farmen. Ruhm gibt es über alles, was du machst. Am ehesten oder am leichtesten ist es über die Kisten, die du machen kannst jeden Tag. Sind 3 Stück in deiner Covenant-Halle zu finden. Ansonsten der Weltboss bringt jedes Mal eins. Und ansonsten, egal was du machst, kriegst überall quasi Ruhmstufen. Wie zum Beispiel, du kannst LFR durchmachen. Du kannst Dungeons machen. Du kannst PvP spielen. Da kriegst du überall Ruhmstufen. Umso mehr Ruhmstufen, umso weiter kannst du die Kampagne machen. Und ab 22 kannst du das Finale machen. Und das ganze Covenant-Gear kann man mit Anima, also der Währung von Weltquests, aufwerten bis 197.
Wie bekomme ich das oder mehrere Legendaries? Legendaries werden da erklärt, wenn du einfach der Covenant Quest 3 folgst, weil dann musst du unter anderem eh zu dem NPCs, der dir erklärt, wie man halt Legendaries herstellt. Ich habe für meinen Hunter ein Mod-Makro erstellt, genau wie bei dir beschrieben. Short-Tool-Tipp, Cast No-Mod, Verbrennen, Cast Mod-Shift, Chaos-Blitz. Allerdings funktioniert es an der Tool-Tipp für Chaos-Blitz, wird mir angezeigt, es wird nicht gezaubert. Das liegt daran, dass du einen Hotkey vergeben hast. Das heißt, wenn du Modifier Shift machst, dann darf ja Shift und der Hotkey nicht vergeben sein. Da das aber irgendwo vergeben ist hier, muss alles durchsuchen. Da wird irgendwo der Hotkey dafür vergeben sein, wie zum Beispiel Shift 1, das ist meistens Aktionsleistenwechsel und so. Das musst du erst rauslöschen, sonst funktioniert es nämlich nicht. Okay, das war's hier schon. Danke, vielen Grüße. Kein Ding, Mann. Helfe immer gerne. No Front, Fireland Content. Hey Flo, ich habe da mal zwei Fragen an dich. Erstens, ich bin Kultiraner Schurke und hätte gerne den Säbel aus Danassus. Dafür brauche ich aber den Ruf. Wie komme ich am schnellsten auf Ehrfürchtig? Ich sehe nicht mal den Händler für die Stoffe spenden. Es gibt keinen Händler zum Stoffe spenden, das war ein Classic. Du kannst in der Danassus einfach den Tabard kaufen oder in Sturmwind den Tabard kaufen für Danassus selber. Da kannst du dann einfach Dungeons laufen und kriegst für jeden Mob, den du killst, Ruf. Die beste Instanz dafür ist Botanica. Ansonsten ist ein Video auf meinem Kanal. Du kannst einfach youtube.com/dashyummy eingeben. Dann ein bisschen runterscrollen, das sind Rufguides. Da sind unter anderem Rufguides für Allianz und Horde. Da kannst du draufdrücken, da wird alles detailliert erklärt, wie du den Ruf dort farmen kannst. Zweitens, was sagst du zu den Hyper-Boost-Klassen im PvP? Jede Klasse ist an sich stark, aber es gibt immer mal wieder Builds und Klassen, die dich einfach mal mit 2 bis 3 Hits deleten können. Gut, jetzt fangen wir mal nebenbei an zum Quest, sonst kommen wir zu gar nichts mehr. Ich meine, dass gewisse Klassen immer mit einer gewissen Combo halt einfach dich mehr oder weniger so schnell es geht deleten können, das gab's seit es WoW gibt. Es gibt kein Add-on, wo man nicht Leute mehr oder weniger globeln konnte. Das ist halt einfach was irgendwo zu einem MMO-PvP dazugehört. Das ist halt immer ein Zusammenhang mit der Klasse, mit der Funktionsweise der Klasse, als auch mit dem Gear, das du trägst. Wenn ich jetzt Classic PvP hernehme, in Classic PvP kann ich genauso einen Schurke in 2-3 Schlägen killen. Wenn ich jetzt Burning Crusade PvP hernehme, gibt es genauso Klassen, die dich in ein paar Hits killen, wie zum Beispiel Red kann halt One-Shot, nur wenn du darauf reagierst, ist halt schwierig. In WoTLK war es besonders schlimm, zum Beispiel mit Shattercleave, das ist halt mit Schamane plus Magie, mit Kampfrausch und Icy Veins und so weiter. Da gab es halt zahlreiche Dinger. Ich habe zum Beispiel noch, ich meine, ich habe leider keine Videos aus PC und aus WoTLK und WoTLK mehr. Ich habe nur noch Screenshots davon. Aber ich habe zum Beispiel noch Videos von Kata, also PvP-Montage. Wobei, ich habe eine PvP-Montage von WoTLK noch. Ich habe eine PvP-Montage aus Kata noch. Das hier ist halt genauso. Es ist halt einfach, manche Klassen können halt einfach in gewissen Globals immer bursten und halt dich killen. Das sieht aber immer so aus, weil die einen sehen halt, oh, ich habe das gesehen, der hat, der eine Retreat hat, der hat in Shadowlands, hat er irgendwie einen kompletten Zerg zerstört mit dem One-Shot und so weiter. Ja, das kommt vor, aber momentan muss man sagen, dass wenn du drauf reagierst, sollte es nicht passieren. Mir persönlich ist es noch nie passiert, wenn ich mit dem Defensive drauf reagiert habe. Man muss aber sagen, dass man unglaublich schnell reagieren muss, weil PvP momentan halt wieder schneller abläuft, als es jetzt zum Beispiel in Season 3, Season 4 von BFA ist halt das letzte, was war, als es da ablief. Jetzt ist es halt wieder so mehr oder weniger WoTLK-Kata-Style. Das heißt, jemand zieht CDs, du musst instant reagieren. Wenn du nichts siehst, fällst du einfach oben. Sehe ich viel zu oft, selbst auf höheren Wertungen, 2000, 2200 und so weiter, siehst du immer wieder Leute, die einfach deine Cooldowns respektieren. Das heißt, wenn du siehst im PvP, dass jemand was benutzt, dann musst du direkt ein Defensive ziehen. Beste Beispiel ist momentan immer Vergelter Parler und Firemage, weil es halt die zwei Klassen sind, die halt insane Instant Burst haben. Aber auch das kann man überleben, wenn man mit einem Defensive reagiert. Das heißt, du musst halt direkt, wenn zum Beispiel ein Retri erkennt man den Burst, weil oh, der kommt immer aus dem Nix und so weiter. Nein, der kommt nicht aus dem Nix. Das erste, was ein Vergelter Parler den immer macht, ist Seraphim anmachen. Ohne Seraphim one-shottest du nicht. Warum? Das sind 8% mehr Vielseitigkeit, also auch 10% mehr Mastery. Das heißt, 18% mehr Damage overall auf alles. Danach kommen erst die Wings. Nach den Wings kommt göttlicher Glockenschlag und danach kommt Reckoning. Das heißt, du hast circa 2,5 Globals Zeit zu reagieren, sind circa 2 Sekunden. Wenn du in diesen 2 Sekunden quasi nichts drückst, dann wirst du halt einfach umfallen. Wenn du vorher deinen Wall anmachst, dann wirst du halt überleben. Vor allem ausspielbar ist es natürlich entweder mit CC oder mit Magie Damage Reductions. Entweder Flat Damage Reduction, wie zum Beispiel... ich weiß auch noch, was die Flat Damage Reduction...
Wie zum Beispiel die Finte-Skillung beim Schurken. Wenn du da Finte zum Beispiel benutzt, kriegst du 20% weniger Schaden. Das ist ein Overall-Reduce. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen Mönch spielst, Mönch könnte einfach Magie-Diffusion sein. Das ist Magie-Reduce. Der ganze Burst vom Retri ist Magie-Schaden. Heißt, du kannst es also noch bei Weitem mehr reduzieren. Das gleiche gilt halt auch beim Feuermagier. Bei Feuermagier kannst du wieder purgen. Also Purge ist da sein Gegner. Ist ein bisschen schwer mit dem Schild Legendary und so weiter. Und bei Retri ist mehr oder weniger der Gegner die Mobility, das heißt, als Red kommst du nur sehr, sehr schwierig ran. Natürlich sieht man dann, ich meine, im Battleground oder so kannst du halt nicht ernst nehmen, wenn einer babbelt und halt alles zieht, kannst du halt eh nichts gegen machen, aber das funktioniert dann meistens in höheren Arenen meistens nicht mehr. Aber ja, es wird halt immer Sachen geben, die rausstechen. Das ist halt so ein Ding von einem MMO, dass du halt gar nicht balancen kannst. Warum kann man das nicht balancen? Und zwar, dass immer die Leute wollen, dass Klassen verschieden sind, dass Klassen individuell sind. Das heißt, du musst halt jedes Mal schon mal eine Klasse so designen, dass sie halt irgendwo von sich von den anderen abhebt. Das heißt, du hast nie irgendwo ein gleiches Spielfeld. Dann könntest du sagen, du könntest jede Klasse, auch wenn es gar nicht machbar ist, auf dem exakt selben Damage balancen. Nur warum bringt das nichts? Weil verschiedene Klassen verschieden funktionieren. Die eine Klasse ist auf Burst ausgelegt, wie es ein vergelter Paladin ist. Vergelter Paladin außerhalb von Wings macht keinen Schaden. Der komplette Schaden kommt immer innerhalb der Flügel. Das heißt, nur da kommt auch der Schaden, den er rumbringen kann. Das sind also Sachen, die... Achso, ich muss oben die Quest noch annehmen. Das sind also Sachen, die muss man beeinflussen. Dann hast du einen Dotlock. Ein Dotlock macht halt Schaden über Zeit. Wie willst du das ausbalancen, dass ein Dotlock gleich auf ist mit seinem Schaden wie ein Retri? Du kannst nicht sagen, dass die Dots auf einmal instant so hart ticken, wenn halt irgendwie ein Cooldown zieht. Da muss halt irgendwo ein Unterschied da sein. Und da ist ja halt die Frage, wie baut man den Unterschied ein, dass es halt sinnvoll ist. Und selbst wenn du jede Klasse exakt auf denselben Stand balancen würdest, dann ist immer noch die Frage... Die eine Klasse verfügt über spanbaren CC, zum Beispiel Magier, Warlock, spanbarer 4, spanbare Sheeps auf drei verschiedene Leute in der Arena. Dann ist die Frage, wie balance ich das wieder gegen? Und deswegen, ich persönlich habe momentan kein Problem. Ich finde PvP momentan, wie gesagt, oder wie schon öfter im Stream gesagt, so geil wie schon seit... muss ich hier noch was vormachen? Nee, das war ich schon jetzt mit dem Ding, oder? Ja. Ich finde PvP, wie gesagt, so geil wie schon seit Burning Crusade, beziehungsweise VOTLK und Carter nicht mehr. Also ich glaube, ich... Was habe ich diese Season? Ich glaube, ich habe diese Season über 3000 Arenen gecured. Ich spiele, weil dann immer die Ausrede kommt von wegen, ja, aber das geht nur mit der und der Klasse. Ich spiele alle 12 Klassen. Ich spiele alle Klassen in Arena. Ich bin mit so gut wie jeder Klasse mindestens 1800 in Arena. Ich spiele alles im RBG, ich spiele alles im Random-BG. Ich versuche, verschiedene Spezialisierungen zu spielen. Vor allem spiele ich immer gerne Sachen, wo die Community halt meint, dass es nicht gut ist. Warum? Weil ich es einfach witzig finde, wenn Leute sagen, ja, Klasse XY, oh, die ist nicht viable. Viable ist halt auch immer so ein Überbegriff für alles Mögliche. Was bedeutet viable sein? Bedeutet viable sein, dass ich in jeder Situation Erster im Damage Meter bin, egal was gerade passiert. Da wird es generell schlecht aussehen für alle. Weil egal, ob der zwischen BVE und BVB hin und der wechselt, alleine da variiert das schon so hart, dass du das allgemein nicht sagen kannst. Dann ist halt kurzer Kampf, langer Kampf. Single-Target, Multi-Target, dann Multi-Target, kurze Multi-Target-Kämpfe, lange Multi-Target-Kämpfe oder Chain-Pulls und so weiter. Das sind halt so viele Faktoren, die halt reinspielen. Weil dann die Frage ist immer, was ist die Definition von Viable in dem Sinne? Viable ist für mich, dass die Klasse im Casual-Content spielbar ist. Casual-Content ist jetzt LFR, NHC-Rate, HC-Rate und die ersten paar Bosse im Mythic, weil die ersten paar Bosse sind meistens bei Weitem leichter getuned als der ganze Rest. Dann gehen wir davon aus, dass du Mythic Plus spielst, also maximal irgendwo 15er bis 18er Keys sind für mich Casual Content. Dann gehen wir von Arena aus, das heißt, du spielst Arena zwischen irgendwo 1800 bis 2200, das ist mehr oder weniger Casual Content. Wenn du darunter unterwegs bist, dann ist jede Klasse viable. Spielt keine Rolle, was du spielst, du kannst alles spielen. Community Perception ist dann wieder was anderes, da haben wir aber schon im Stream tausendmal drüber geredet. Und auch, glaube ich, in der letzten Folge drüber geredet, von wegen, oh, ich werde dann aber nicht mitgenommen, weil ich spiele XY. Selber Gruppen aufmachen, nicht immer auf andere zählen, dass sie quasi sich den Aufwand machen, eine Gruppe aufzubauen und du dann reinleatschen kannst, sondern einfach selber eine Gruppe organisieren, selber den Aufwand machen und Sachen organisieren, dann wird man immer mitgenommen, denn es ist deine eigene Gruppe. Dauert natürlich dementsprechend länger, davon muss man ausgehen, aber das ist halt der leichtere Weg halt in Dinge reinzukommen, als halt sonst irgendwas zu machen. Und dann wird man auch mitgenommen quasi, wenn man nicht die, ich weiß, ich schweife gerade derbe ab, aber dann wird man auch mitgenommen, wenn man nicht die Meta-Klasse momentan spielt, die halt quasi viable ist in allen Aspekten vom Spiel. Und wie gesagt, ich mache das halt immer gerne,
dass ich halt dann Spezialisierungen spiele, die halt anscheinend laut Community nicht zum Meta zählen, wie zum Beispiel Feral Druid oder ein Fury Vari oder sonst was. Feral Druid spiele ich unglaublich gern mit der neuen Dot-Spec zum Beispiel, mit den Legendaries und Maltraxus. Unglaublich cooler Playstyle mit der Dot-Spec. Oder was auch cool ist momentan, Fury Vari ist extrem sick mit dem Bladestorm Legendary. Du kannst halt einfach Leute one-shotten in dem Ding, weil du fährst selbst gegen Leute, die Full PvP Gear sind. Also Full PvP Gear wäre 226 Item Level halt. Selbst da kannst du Leute one-shotten in deinem Stun plus Rack Bladestorm. Das ist halt unglaublich cool, wie viel Schaden dabei rumkommt. Meine Dots laufen mir dauernd aus. Aber das sind halt dann immer Sachen, oh, das geht nur im Random BG, oh, das kannst du nur da und da machen. Kannst genauso in anderen Situationen machen, es ist halt immer situationsabhängig. Wenn jemand weiß, wie das Ganze funktioniert, ist es ein bisschen schwerer. Meistens ist es leichter auszuspielen oder leichter Leute auszuspielen mit Klassen, die irgendwie schnell irgendwas machen können, wie zum Beispiel Sub-Rogue Burst, Red Burst, Fire Mage Burst, alles was irgendwie instant ist, ist natürlich für jeden leicht anzubringen. Jeder versteht es instant, deswegen sind es halt die Klassen, die dann meistens für die Leute halt anspruchs... wo weniger Anspruch da ist, wo man sich halt einfach leichter tut. Jetzt droppt mal was. Wo man sich dann halt einfach leichter tut, dass man quasi hochkommt oder sonst irgendwas damit passiert. So viel mal dazu. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen zu weit ausgeholt, bevor wir jetzt, ich meine, ich könnte noch stundenlang drüber reden, aber haben im Stream schon tausende Male drüber geredet. Deswegen wechseln wir mal kurz Thema und zwar Patch 9.1. Patch 9.1 ist ja aktuell auf dem Testserver. Das heißt, wenn ihr 9.1 bereits spielen möchtet und einfach mal testen wollt oder einfach nur Sachen anschauen wollt, muss ihr nicht testen, weil, keine Ahnung, wenn du es dir halt einfach ansehen willst, dann kannst du einfach auf den BTR connecten. Auf dem Testserver kommt jeder drauf, ist ein öffentlicher Testserver, kann man sich über Battle.net Client einfach runterladen, soll es nicht gelistet werden zum Runterladen. Entweder bei Google eingeben, wie man auf den WoW Test Realm kommt, oder ihr könnt alternativ in meinen Stream-Channel gehen, twitch.tv/yami, könnt dort auf Chat klicken und dann im Chat Ausrufezeichen PTR eingeben, also Public Test Realm. Dann wird euch nämlich automatisch der Support-Artikel gelinkt, damit ihr seht, wie ihr dort drauf kommt. Dann tut ihr euch vielleicht nochmal ein bisschen leichter. Das wären die Möglichkeiten, dann könnt ihr euch das nämlich selber ansehen. Was wissen wir jetzt schon, was neu ist in Patch 9.1? Und zwar mit Patch 9.1 kommt einmal eine Zone hinzu, oder beziehungsweise eine Zone hinzu. Die Zone ist Quartia. Quartia ist einfach eine Hinzufügung zum Schlund. Ist jetzt nicht sehr groß, ist jetzt nicht irgendwie so das mega riesige Gebiet, ist in etwa gleichzuhalten mit der zeitlosen Insel. Es ist nicht, also Quartia alleine ist nicht alles, sondern beim Schlund ist noch der obere Part jetzt offen. Wir sehen ja schon, wenn wir auf den Schlund klicken, da ist ja dieser obere Spitzenpart, da konnte man ja nicht rein, da ist ja so ein Gitter, das zu ist. Das gehört jetzt auch dazu, das heißt auch das ist betretbar mit 9.1 und da finden wir unter anderem Helia wieder, die haben wir ja schon bei der Kampagne der Kirianer gesehen. Die findet da auch wieder mal zurück ins Spiel und zurück in die Story. Dann haben wir einen neuen Dungeon. Das ist ein Mega-Dungeon. Mega-Dungeon ist quasi wie Karazhan in Legion, beziehungsweise auch wie, wie heißt es nochmal? Mechagon in BFA. Das ist halt ein Mega-Dungeon. Da sind halt einfach mehr Bosse drin. Oder BRD in Classic war ja auch ein Mega-Dungeon. Da sind einfach mehr Bosse drin, die ihr drinnen besiegen könnt. Sieht sehr, sehr cool aus, der Dungeon. Ist natürlich noch nicht zum Testen momentan frei. Man sieht nur von den Gedata-Minden ein paar Screenshots. Ist halt noch sehr unfertig. Wobei man sagen muss, Blizzard ist immer sehr schnell, sobald es auf BTR ist. Die sind meistens intern halt schon weiter. Das nennt man dann, also programmiertechnisch ist das quasi ein Stable-Build. Das heißt, das ist ein Build, der nicht permanent crasht. Der halt zum Testen geeignet ist. Intern sind sie dann meistens ein bisschen weiter. So, was brauchen wir jetzt noch? Achso, das muss ich hier hinbringen. Okay, ich muss hier nochmal extra was. Da kann man auch backen, wenn man das hier hochzieht. Wenn er ein bisschen weiter hochzieht. Da kann man das dann quasi auch nochmal ansehen. Sieht sehr, sehr cool aus. Der Dungeon hat natürlich mehr Bosse. Ich bin gespannt, ob der so geheimen Run wieder hat, wie bei Karazhan und Mechagon, wo man halt dann einen Mount kriegt oder sowas. Sowas feiere ich immer mega. Ich mag das über. Da hoffe ich auf jeden Fall wieder drauf. Dann schauen wir, ob wir den da drüben rüberziehen können. Der war gerade bei Weitem einfacher. Dann haben wir zusätzlich dazu noch haben wir eine Torghast-Überarbeitung. Das heißt, Torghast wird ein bisschen geupdatet. Und da kommt halt irgendwie so ein Ranking-System, mehr oder weniger, wo man halt Punkte kriegt, wenn man einen Run macht. Und irgendwie, was war noch? Irgendwie auf Zeit das laufen kann und so weiter. Also sie schauen auf jeden Fall, dass sie Torghast weiter überarbeiten. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Für die neuen Legendaries braucht man anscheinend keine Seelenasche. Das ist nur momentaner Stand. Es kann sich jederzeit alles ändern. Ne? Nicht jetzt irgendwie, oh, alle Seelenasche ausgeben, weil brauche ich nicht mehr. Sondern das ist momentaner Stand. Das BTR kann sich jederzeit ändern.
Und für die neuen Legendaries ist halt momentan sowas drinnen, also dass man es aufwerten kann, dass halt für den Crafting-Beruf brauchst du dann irgendwie so neue Mats, die gibt es dann wahrscheinlich aus dem Raid oder aus Quarty oder sonst irgendwo. Und die kann man dann wiederum dort abgeben. Und kann sich dann halt die neuen Legendaries herstellen. Ich würde es cool finden, wenn man die Seelen, also die Essenzen aus Torghast nicht mehr unbedingt braucht, weil das heißen würde, dass du Torghast nicht mehr weekly rennen musst, aber trotzdem die Torghast-Sachen halt für die verschiedensten Legendaries verbrauchen kannst, sodass du ein bisschen mehr rumprobieren kannst. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Das würde ich persönlich bevorzugen, auch wenn ich Torghast nach wie vor mag. Ich weiß, dass es ziemlich viele irgendwie verabscheuen und irgendwie als Chore sehen oder sonst irgendwas, aber ich meine, du kriegst ein Legendary für. Also ich meine, gerade wenn es um legendäre Items geht, ist halt auch immer so ein Ding. Irgendwie, es ist ein legendäres Item, man sollte schon ein bisschen mit Aufwand verbunden sein, oder nicht? Das sollte nicht einfach dir hingeschmissen werden. Jetzt habe ich das andere nicht gemacht. Jetzt habe ich extra gerade die Quest angenommen und jetzt habe ich das andere vergessen. Aber wir können hier vielleicht nochmal einmal looten, bevor er despawnt. Das Coole ist, wenn man die killt, oder wenn man die... Ah, jetzt despawnt er, genau. Das Coole ist, wenn man die hochzieht, man kann die leider nicht allzu weit hochziehen, aber wenn man die hier hochzieht, dann kann man sie hier vorne killen und wenn sie was droppen, dann kannst du Spam reinwerfen, weil das despawnt immer nach einer fixen Zeit und nicht nur nach einmal benutzen oder so. Man kann hier zahlreiche Rares beschwören, unter anderem, dass halt auch ein Reittier droppt. Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren gerade. Ich weiß gerade nicht mehr, über was wir gerade geredet haben, weil ich halt wieder zwischendrin über irgendwas rede. Das haben wir auf jeden Fall mit dabei. Wir haben auch noch den Raid mit dabei. Das heißt, ein neuer Raid ist mit dabei. Der Raid ist im Moor selber. Das heißt, das ist mehr oder weniger Torghast in einer anderen Variante. Man hat ihn noch nicht gesehen. Also ich habe auch gedacht, man hat noch nichts gefunden, wie der Raid aussieht. Ich habe nur die Skyboxes gesehen bisher vom Raid selber. Die sahen sehr, sehr sick aus. Interessante Bosse, die drin sind, sind unter anderem die Neuen. Die Neuen sind die Neuen Valkyren, die sich unter anderem für Sylvanas geopfert haben, beziehungsweise ihren Platz eingenommen haben im Reich des Todes damals, als sie sich von Eiskrone geworfen hat. Dann haben wir das Auge von Odin einmal drin. Odin hat ja quasi eins seiner Augen geopfert, um einen Blick in die Schattenlane zu werfen. Das ist ja das Auge des Jailers, das er immer sieht, wenn er Ruf haben bei Venari. Dann haben wir noch drinnen Kel'Thuzad, natürlich. Der ist ja in der Story von Maltraxxus und Vent hier aufgedreht. Der hat natürlich da sein Finale. Dann sind noch zahlreiche, die wir noch gar nicht kennen. Und der Endboss im Raid, das ist Sylvanas selber. Und Sylvanas, Achtung, Spoiler, wer keine Story-Spoiler oder sonst irgendwas haben will, jetzt kommt massiver Story-Spoiler. Das ist nämlich das, was bisher gedatamined wurde. Und zwar, dass wir gegen Sylvanas selber kämpfen und während wir gegen Sylvanas kämpfen, versucht der Jailer mehr oder weniger aus dem Schlund dann komplett frei zu brechen. Also nicht nur aus dem Schlund, sondern mehr oder weniger aus den Schattenlanden Richtung Azeroth. Das sieht natürlich sehr, sehr cool aus und ich bin da sehr, sehr gespannt, was genau da dann schlussendlich abgeht. Kann natürlich sein, dass es gar nicht passiert. Vielleicht will Blizzard uns an der Nase rumführen und fügt mit Absicht quasi falschen Datamining-Text ein oder halt falschen Story-Text ein, der halt gedatamined wurde. Das wäre nicht das erste Mal, dass sie das machen. Deswegen sehr, sehr gespannt, ob sich das dann als Wahrheit entblößt oder quasi einfach nur eine falsche Spur sein soll, aber das werden wir, wie gesagt, dann sehen, wenn es schlussendlich soweit ist. Wir pullen hier gerade ein bisschen sehr, sehr krass viel, aber ich glaube, wir überleben das. Ich glaube ganz, ganz, ganz fest an mich gerade. Sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus bis jetzt. Wir können die Dots ein bisschen schneller ticken lassen, dann können wir die komplett rasieren hier. Nice, sehr, sehr schönes Ding. Das also so viel schon mal zum Raid. Dann PvP-technisch, Patch 9.1 überarbeitet PvP-technisch zahlreiche von den PvP-Talenten. Das heißt, manche PvP-Talente fliegen raus, manche kommen rein. Sehr, sehr coole Überarbeitungen für manche Klassen. Natürlich, da ist momentan ist erst der erste Build. Das heißt, wir haben noch nicht allzu viel gesehen und da wird sich wahrscheinlich noch einiges tun. Deswegen noch ein bisschen abwarten. Das sind die Changes, was jetzt gerade drinnen sind, sind für Fire Mage, für Frostmage und Arcane Mage sind jeweils ein Talent drin. Frostmage kann eine Wand aufstellen, durch die man nicht durchcasten kann, beziehungsweise die hat 40% von seinen HP, das heißt relativ wenig, kann man also sehr, sehr schnell killen, aber sie gilt als Line of Sight, das heißt, er kann einfach so eine Wand aufstellen, die dann als Line of Sight gilt. Der Fire Mage kann einen Ring am Boden aufstellen, dieser Ring am Boden, wenn man ihn betritt, kriegt man einfach einen Debuff und der tickt für 24% der Max HP. Der Arcane Mage kann einen Arcane Orb aufladen. Umso länger er das auflädt, umso größer wird es und das kann er einfach durchschießen, durch Wände und Co. Das knockt einfach Gegner weg und macht massiven Schaden. Sehr, sehr cooles Talent, wie ich finde, alle drei davon. Dann Warlock kriegt ebenfalls ein paar neue Talente. Warlock hat nämlich einmal... verliert er das Talent als als Destrolog, dass Chaos Bolt nur auf einen Schaden so viel Ziel macht, sondern in Zukunft ist es so, jetzt brauchen wir kurz die Eule hier, sondern in Zukunft ist es so beim Chaos Bolt,
dass der generell im Damage gebufft wird. Das heißt, es lohnt sich auch wieder, die Multiplizierung zu benutzen. Also die Verwüstung zu benutzen, dass man zwei Ziele gleichzeitig hittet mit einem Chaosblitz und er macht dann trotzdem massiv Schaden. Das heißt, auch wenn das PvP-Talent entfernt wurde, dass er auf ein Ziel mehr Schaden macht, so ist der Damage im Endeffekt gleich geblieben. Nur, dass es in Zukunft halt auf mehrere Ziele der Fall ist. Und ich glaube, ich gehe hier drauf, ziemlich sicher sogar aus. Ich kriege noch Stun durch. Stun ging durch. Vielleicht können wir noch einen slowen gerade. Wir slowen den immer weg und dorten den einfach zu. Das wird ein bisschen brenzlig hier gerade. Schleimiger Überzug. Wir können nochmal einen Begleiter kurz rausholen, wenn ich gerade die Taste dafür finde. Jetzt ist das schon abgebrochen gerade. Das ist gar nicht gut. Uff, die Warlock Plays hier. Survival God. Der da hinten geht auf jeden Fall down. Der hielt mich nochmal ein bisschen. Und dann leechen wir uns hier nochmal hoch. Jetzt habe ich extra das Instant-Casten-Ding gedrückt und dann habe ich es halt nicht benutzt. Das ist halt ausgelaufen, bevor irgendwas passiert, weil ich bin gerade ein bisschen in Panik geraten jetzt. Dann noch massive Buffs kriegt auch... Achso, jetzt waren wir noch beim Warlock, genau. Wir haben einmal den Warlock. Beim Warlock wird halt, wie gesagt, das Chaos Ball-Talent rausgenommen. Dann kriegt der Warlock noch ein neues Talent dazu. Das neue Talent, was dazu kriegt, ist ein sehr, sehr witziges Talent. Wie erkläre ich das am besten? Und zwar als Warlock hat man ja den Port. Man kann diesen Port hier stellen. Auf diesen Port kann ich mich selber drauf teleportieren, aber es gibt auch ein PvP-Talent in Zukunft und dieses PvP-Talent erschafft einen Ring unter dem Gegner. Wenn er 2 Sekunden lang in dem Ring drinnen bleibt, also wenn man ihn zum Beispiel stunt, vielleicht mit Schattenover stunt und einen Ring draufsetzen, dann teleportiert es ihn dahin, wo der Zirkel steht. Das könnte sehr, sehr witzig werden in Battlegrounds und Co. Beziehungsweise auch in Arena könnte man Plays machen damit. Du kannst zum Beispiel in Nahkampf-Arena mit einem Magier zusammenspielen und dann sagst du halt, ich weiß, du spielst gegen Heal, DPS, Krieger, Holy Parler oder so und dann stellst halt irgendwo hier den Ring auf und willst den Holy Parler killen und dann, damit der Krieger nicht supporten kann, deine Mage schon präventiv hinter der Säule Ring des Frosts drauflegen, genau auf den Port drauflegen und dann könnte ich sagen, ja, dann wirke ich den Zirkel jetzt auf den Vari, Vari-Port ist raus, hinter die Säule, ist hinter der Säule eingefroren im Ring of Frost und der Parler kann ihn nicht dispeln und man kann einen kompletten Go machen auf dem Pali. Sehr, sehr cooles Talent, was sehr, sehr viele Plays offenlegt, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Noch ein Talent für den Destro, Hexenmeister, ist ein extremer Slow auf Range. Das heißt, er kann ebenfalls so einen Zirkel am Boden legen. Dieser Zirkel darf nicht verlassen werden für, glaube ich, 3 Sekunden. Wenn er verlassen wird, gibt es massiv Schaden. Und wenn man drinnen bleibt, dann wird man einfach geslowt für eine gewisse Zeit. Das heißt, man sollte, also ich habe hier Coil auch noch, man sollte diesen Zirkel halt einfach nicht verlassen. Als Demolock gibt es auch ein neues Talent und zwar das Talent ist ein extremes Burst-Talent für PvP. Das Enrage nämlich alle deine Dämonen, hat glaube ich 1 Minute Cooldown und wenn du es aktivierst, dann schlagen deine Dämonen halt schneller zu, casten schneller und so weiter. Sehr, sehr cooles Talent als Burst-Mechanik für den Demolock. Und als Afli-Lock, ich glaube alle 3 Lock-Specs haben das mit dem Port. Und als Afli-Lock bin ich mir gerade nicht sicher, was da noch dazu kam. Ich glaube auch, was gelesen zu haben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es fehlen noch einige Talente. Also wurden nur mit dem ersten Bild ein paar reingepatcht. Was wir noch haben, das sind PvP-Talente für den Mistweaver. Mistweaver stand ja momentan nicht allzu gut da mit Healing, beziehungsweise Healing Throughput ist eigentlich ziemlich gut vom Mistweaver. Das Problem ist mehr oder weniger seine Survivability. Und die Survivability wird ein bisschen sehr übertrieben gebufft. Er kann nämlich in Zukunft mit dem PvP-Talent in während Stunts teleportieren. Das heißt, selbst obwohl er betäubt ist, kann er sich wegteleportieren. Das ist sehr, sehr stark, gerade in der aktuellen PvP-Meta, weil Monk ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man eine Instanz killt. Und wenn gerade das weg ist, ist es ein bisschen schwierig, generell den Mönch zu legen. Deswegen natürlich die Frage, wie das dann in Zukunft laufen wird. Dann hat er noch ein Talent. Oh, jetzt ist aber aus für mich. Quelle nochmal. Ich habe gerade noch keine Fiole, nix ready. Wir können vielleicht nochmal stunnen. Oh mein Gott, der Stun ging wieder durch. Jo, läuft das jetzt gerade wieder so wie gerade vorher. Jetzt können wir nochmal ein Geso nehmen. Jetzt können wir nochmal ein Pad beschwören. Dann hat er noch ein Talent und dieses Talent ist, dass wenn er gestunt ist, kriegt er automatisch 40% weniger Schaden. Und er hat noch ein Talent gegen Caster. Das heißt, wenn er in Zukunft gegen Caster spielt, halt beleben 50% weniger Cooldown. Heißt also nur noch 1,1 Minute Cooldown, also 1,30. Und wenn er das wirkt, ist er für 2 Sekunden komplett immun gegen jeglichen Zauberschaden. Das ist vor allem gut gegen Retris, das ist gut gegen... Fire Mage ist alles, was instant insane and Burst hat, weil alles, was Magieschaden ist, 2 Sekunden bis eines, bis meistens eh schon irgendwo als Mönch. Das heißt, du kannst es einfach drücken und danach rollst du halt ins Nirvana und dann kann eh schon keiner mehr auf dir Damage machen. Das heißt, extrem schwer in Zukunft einen Mönch zu legen. Als Gruppensupport ist es auch nicht schlecht, gerade gegen Dot Cleaves könnte es ganz gut sein, wobei ein bisschen gefährlich gegen Afli-Lock beleben zu drücken, weil dann dispelst du beide Unstable Afflictions und dann one-hittest dich erstmal. Da sollte man natürlich... Wobei, es könnte sein, dass wenn er es dann dispelt, dann trotzdem selber immun ist. Daran hätte ich gar nicht gedacht. Das ist Mega-Play.
Mist River Hardcall dagegen Caster-Comms und Melee-Comms. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr strong. Dann, was hatten wir noch? Wir hatten noch den... Achso, der Donner-Focus-D wird ein bisschen gebufft. Dadurch, wenn man den in Zukunft zieht, ist die nächste Wirkung von Jadeblitz Kick direkt zurück. Das kann sehr, sehr gut dabei helfen, zum Beispiel den ein oder anderen zu supporten, wenn man halt, wenn du mit dem DPS zusammenspielst, dass er halt einen Kill machen kann, damit du damit supportest, dass er halt zum Beispiel, er hat gerade keinen Kick, keinen Stun und sonst nichts, und dann kann ich halt nochmal, wenn der Healer gerade healen will, kann ich ihn nochmal ganz kurz kicken. Das ist sehr, sehr geil. Schauen wir, dass unser Pet diesmal nicht drauf geht, indem wir es healen und uns selber auch healen. Vielleicht sollen wir einfach mal stunnen zwischendrin. Ich lasse meine ganzen Dots hier immer auslaufen. Gerade wenn ich so viel pulle, ist das nicht so schlau. Das sollte nicht unbedingt der Fall sein. Ich übertreibe hier nämlich ein bisschen mit dem Puls die ganze Zeit. Aber das gibt halt gut Prozent für diese für dieses Bonusziel. Deswegen mache ich es eigentlich. Deswegen mache ich das eigentlich. Was macht der Trank hier? Eine besondere Formel. Macht die Damage? Die macht keinen Damage. Ach, die verwandelt die einen wieder zurück einfach. Warte, dann hätte ich das ja einfach reinwerfen können gerade. Oh mein Gott, warte, da hinten ist nochmal sowas. Das probieren wir gleich. Das war es eigentlich so im Großen und Ganzen mit PvP-Talenten. Frost DK hatte noch ein Talent, dass er, wenn er in der Nähe von jemandem steht, also Hardstop-Aura ist raus. Und wenn Frost DK in Zukunft neben jemandem steht, dann castet er, oder ist die Range, die der andere zur Verfügung hat, 30% kleiner. Sehr, sehr geil für normale BGs oder RBGs. DK gerade sehr, sehr beliebt, generell im RBG. Dass man ihn dann mit reinschickt, weil dann können deine Ranges quasi weiter hinten stehen. Er steht im Zerg drinnen, die Ranges können die Healer oder die anderen DDs nicht becasten. Und er kann halt komplett ausrasten. Ist halt natürlich sehr, sehr geil für eine RPG-Situation. In Arena, bisschen fragwürdig, vielleicht mit dem Caster-Setup zusammen, wo man sagt, Frosty K Shadow Priest, Frosty K Mage oder so irgendwas. Oder Afli oder der Destrolock oder sonst irgendwas. Da könnte man es natürlich ausprobieren. Das wären so die Situationen, wo ich es mir vorstellen kann. Jetzt werfen wir das hier rein. Doch, es gibt gut Prozent. Das lohnt sich auf jeden Fall, das reinwerfen. Not bad. Sollte man öfter machen. Achso, der Trank hat sogar nur Cooldown. Ach, das kann ich die ganze Zeit mal. Jetzt hätte ich die ganzen nicht killen sollen. Das war jetzt nicht so schlau irgendwie. Das war zumindest mal PvP-technisch. Wobei PvP-technisch wird auch noch das Item-Level geändert. Denn rein spekulative Zahlen momentan, weil wir noch nicht genau die Item-Levels wissen aus dem Raid und Co., sind zwar momentan welche drinnen, aber die werden wahrscheinlich eh nochmal geändert. Und zwar, PvP-Gear in Zukunft ist wieder wie in Warlords of Draenor. Das heißt, PvP-Gear hat ein Scaling mit dabei. Heißt also, wenn man PvP-Gear anzieht, dann ist es im PvP-Only ein höheres Item-Level als im BVE. Wenn ich jetzt das Item im PvP kaufe, dann ist es zum Beispiel Item-Level 220. Und wenn ich es dann im PvP anhabe, dann ist das Item-Level von dem Gegenstand halt aufgewertet um 13 Stufen. Heißt also, es wäre 233 in dem Fall im PvP-Only. Das heißt, im BVE 220, PvP 233. Also es wertet sich einfach im PvP noch ein bisschen weiter auf, sodass PvP-Gear im PvP immer das Beste bleibt und zeitgleich PvP-Gear nicht BVE übernimmt, weil sich so viele Leute haben boosten lassen, damit sie halt im PvP mit einem besseren Item-Level dastehen. Oder im BVE mit einem besseren Item-Level dastehen. Das sind eigentlich so mal die Main-Überarbeitungen, die gerade drinnen sind. Es sind natürlich auch noch Covenant-Kampagnen drin, neue Questreihen drinnen, die halt jede Menge Story mit dazu bringen. Es sind zahlreiche neue Reittiere, die man farmen kann. Unglaublich coole neue Cosmetics, die neuen Sets aus dem Raid, die neuen Elite-Sets und Co. Sehr, sehr coole Sachen, die auf jeden Fall alle mit drinnen sind. Freue ich mich schon unglaublich drauf. Ehrlich gesagt, vor allem das Set. Das Set aus der nächsten Season ist halt das Elite, ist halt das Legendary Set, das haben wir eh schon zahlreiche Mal im Let's Play angesprochen. Das sind halt die Sets aus, die man halt herstellt für die Legendaries. Das sind genau die Sets, nur in verschiedenen Farben und Co. Vielleicht noch mit Highlights beim Elite Set, das sieht man noch nicht. Und die Waffen passen natürlich genau dazu. Die Waffen sind unglaublich geil, findet man natürlich nach wie vor auf Wowhead, wenn man sich die selber mal ansehen möchte. Bin ich sehr, sehr gespannt, was sie da noch sonst einfügen. Sie wollten ja auch so eine Art Punktesystem, kommt ja auch. Da tun sie sich mit den Machern von Raid.io zusammen und fügen da mehr oder weniger ja eine eigene Score dann ein für Mythic Plus, die halt in-game funktioniert. Wie genau das funktioniert, das werden wir halt erst sehen, wenn es dann schlussendlich umgesetzt wird. Das ist nämlich momentan noch gar nicht zum Testen mit verfügbar. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das sehen. Ich tippe mal so 2-3 Wochen, bis halt die ersten Sachen auftauchen dafür beim Data-Mining. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen mit Patch 9.1 vorerst.
Recht angenehm großer Patch, würde ich sagen. Bisschen klein für die Dauer, was wir gewartet haben, aber sonst ein Standard-Patch, wie wir es eigentlich bisher kennen. Sehr, sehr coole Changes drinnen, gerade, dass sie jetzt nicht dauernd anfangen, halt Systeme immer und immer wieder zu überarbeiten von Shadowlands, sondern einfach hergehen und halt die Systeme, die drinnen sind, einfach verbessern. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Und hoffe auch, dass sie das natürlich beibehalten, weil man weiß ja nie, ob sie auf einmal wieder komplett abschweifen und auf einmal wieder alles verwerfen aus dem Nix. Das sieht man immer sehr, sehr ungern. Aber alles in allem sehr, sehr coole Änderungen. Und bin natürlich dann gespannt, wie es schlussendlich storytechnisch weitergeht. Weil storytechnisch sehr, sehr viele Optionen offen jetzt. Wo sich natürlich nur abwarten lässt, wie das schlussendlich dann ausgeht. Das Coole ist halt, dass die Story in so viele Richtungen momentan weitergeht, dass du gar nicht sagen kannst, was eigentlich genau dann alles passiert. Beziehungsweise es sind halt so viele Plotmöglichkeiten offen, was sie halt dann schlussendlich ändern können. Wo ich halt sehr, sehr hyped drauf bin, was da dann an Umsetzung geplant ist. Ich glaube, ich pull die jetzt einfach alles Mögliche rein von den Kleinen gerade, weil die können wir ja dann eh verwandeln. Das heißt, wir pullen die einfach mal alle, ziehen die einfach mal alle hier runter. Dann schauen wir, dass unser Leerwandel Aguards, dann hier alles ganz kurz, dann werfen wir das Fläschchen einfach hier AOE rein. Und dann sehen wir eh schon, da haben wir nur zwei überlebt, die wir einfach so killen können. Das geht ja 100-mal schneller. Wieso habe ich bei dem Bonusziel hier jedes Mal das Ganze einfach gekillt? Das ist ja komplett umsonst gewesen. Ich dachte mir schon, warum dauert das Bonusziel bei mir immer so lange? Aber jetzt verstehe ich halt, wie es drauf ausgelegt ist. Also im Endeffekt, wenn man darauf achtet, wie man das hier eigentlich spielen sollte, dann macht es auf einmal alles Sinn. Das ist immer ganz komisch. Das machen wir auf jeden Fall hier ganz noch fertig. Ich weiß, dass die Folge, glaube ich, schon ein bisschen länger wird. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich kurz Cut gemacht habe, weil ich mein Essen reingeballert habe. Und deswegen bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich will halt nicht nach wie vor nicht, dass die Folgen allzu lange werden. Bin ich einfach kein Fan von, weil ich mir selber auch nicht unbedingt jetzt ein Video ansehen würde, das halt irgendwie 10 Stunden lang geht. Deswegen schaue ich, dass ich die Folgen immer alle so auf einem ähnlichen Level halte von der Länge her. Und das ist bei mir meistens so 30 bis maximal 40 Minuten, dass das halt ähnlich auf ist. So, ich würde mal sagen, wir pullen noch die ganzen Kleinen hier wieder alle rein und dann sollten wir das, glaube ich, das Bonusziel hier abschließen. Wir haben schon wieder gut Plus gemacht bei den EP auf jeden Fall. Ich war ein bisschen verwirrt die meiste Zeit, deswegen nicht ganz so viel, wie ich gern wollte, aber ich glaube, wir gehen nochmal drauf. Geh durch! No! Nicht ganz so viel, wie ich gern wollte, aber das war gerade ein bisschen übertrieben, vor allem, weil es nicht Full HP war gerade. Jetzt ging die Fiole, aber der Stun war halt durch gerade am Ende, das ist halt... Das gibt es nicht. Ich dachte, ich überlebe das. Ich hätte noch den zweiten Drang drücken können, aber dann hätte ich wieder den Stun abbrechen müssen und dann hätte ich die HP gleich schnell wieder verloren. Deswegen war gerade meine einzige Möglichkeit zu versuchen, so schnell wie möglich die Fiole durchzubringen. Da mein Leerwandler irgendwie nicht tanken wollte. So, wir beschwören den nochmal neu und probieren einfach nochmal das Gleiche, weil wir lernresistent sind. Ich meine, was sollte passieren im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall geht es gleich aus wie gerade eben und wir sterben genau wieder an derselben Stelle. Wir pullen das alles hier rüber. Pullen den hier noch rüber. Den letzten will ich auch noch. Jetzt casten wir direkt mal einen Stun. Selbst wenn es den einen nicht reinhaut, hauen die Flasche hier rein. Zack. Bonusziel abgeschlossen. Easy peasy. Jetzt wissen wir, wie das Bonusziel hier bei Weitem schneller geht, indem wir einfach alles AOE pullt und das Fläschchen einfach reinwirft. Dann sind wir hier nochmal ein bisschen schneller unterwegs. Ich glaube fast, dass wir die nächsten Male mal irgendwann einen Dungeon ansehen werden. Sehen schon 54%, bei 54, das passt ja genau. 54%, Level 54. Ansonsten lassen wir es hier erstmal gut sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, dann wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.